Und wir kommen nun zum 4D-Finale. Die Helfer aus der 2-Jahr-Gemeinde, bitte auf die Helferposten. Können wir loslegen? Ich brauche noch einen Helfer in der Mitte der Strecke. Wir hatten gerade 9 Fahrer am Start. Ich brauche auch 9 Fahrer hier an den Helferposten. Wir haben mehr als genug. Thomas geht, vielen Dank. Können wir loslegen? Achtung Helfer, Achtung Fahrer. Innerhalb der nächsten Sekunden. Start! So, und auch hier. Wieder der Fliegerfahrer am Start, Meter 1 vorweg. Diesmal gefolgt von Sven Zünd mit der 2. Für Michael Lobeschütz mit der 3. Und den Moritz Lautenbach. Das war also im Endeffekt die gleiche Fahrer, die gerade schon 2 Minuten gefolgt. Der holt richtig Leistung aus seinem Auto heraus. Setzt sich auf der 2, die Leistung auf der 3, wo es lautet auf der 4, diese Plätze auf der 5. So sind die ersten Plätze jetzt, wer macht diese 3 Runden aus. So, da legt sich der Moritz aufs Dach. Das kostet ihm viele, viele Plätze. Aber voll mit der Michael Wittmeier. Auf der 2, das ist ein Zünd, auf der 3, der Michael Lippenschutz, auf der 4 ist der Kinsen Rechtsgeben. Wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr. Und der mit 0,9 Sekunden vor dem Michael Lippenschutz.
heißt also, in Platz 2 wird es auch nochmal einen schönen Zweikampf geben. Und Kind, der probiert sich mit möglichst viel Power, viel Platz aufzuholen. Aber fährt gerade hier schön, wenn ich da einen Rückenschutz habe. Das heißt, er ist im Zweikampf und im zweiten Platz wird wahrscheinlich gleich Dreikampf werden. Nein, da hat er es weggeschmissen. Damit hat sich der Kind aus dem Kampf um den zweiten Platz verabschiedet. Aber Mika Niemeyer vorne gefolgt von Sven Zöld mit 12 Sekunden Rückstand. Auf dem dritten Platz der Michael Nepuschitz. 0,8 Sekunden auf den Sven. Das heißt, hier unter uns wohl ganz kurz noch ein interessantes Duell geben. Die letzte Minute läuft. Und der Michael Nepuschitz, der hat noch was ähnliches drin gemacht, der gewonnen hat. Das heißt also, wenn er auf den zweiten Aufzug geholt, hat er neben der zweiten Wehe auf die vierte Wehe-Klasse gewonnen. Die letzten 30 Sekunden laufen. Oh, da muss es gerade einen ganz heißen Fight geben zwischen den Platzierten. Der Endplatzierte versucht jetzt gerade den zweiten Drittplatzierten zu überholen. Das wird natürlich wieder Teilsekiste. Der Michael, der kommt hier nicht in diesen zweiten. Der Michael geht am großen Rügen am Sven vorbei. Sauber vorbeigefahren. Und lösen sie mal wieder aus. Sven probiert hier noch vorbeizukommen. Schafft es leider nicht. Auf drei Reihen unterwegs. So, hier ist Micha Niemeyer und er gewinnt das zweite Abend. Fast eine Runde Vorsprung auf seine Verfolger auf Platz 2. Michael Nepuschitz auf 3 Sven Zöld. Und damit haben wir einen weiteren Aufzug des heutigen Tages. Micha Niemeyer in die Klasse 4 in Modified. Und weiter geht es mit der dritten Runde der Finale. Wir starten das dritte B-Finale der 2. Challenge. Sobald wir die Strecke repariert haben, wird wahrscheinlich 2 bis 3 Minuten dauern. Aber ich weiß, die Niklas wird sich beeilen und bemühen, die Strecke schnell wieder in einen guten Zustand zu bekommen.